Ja, es kommen immer mehr. Ja, hallo und Alle herzlich willkommen zum nächsten Part von Path of Exile. Scourge-Liga Together Let's Play. Wir sind jetzt Ende Akt 2 schon und kämpfen wir uns hier durch. Ich muss noch mal ein bisschen aufholen. Hinten mir davon. Hoppa, so. Mit dabei der Marco, hallo. Hier unten durch. So. Marco ist ein bisschen noch, also ja, noch neu. Und ja. Geht mit einfach mit mehr mit, natürlich, damit er auch ein bisschen das Spiel kennenlernt und weiterkommt. Genau. Also hier ist die Pyramide dann, ja. Hier ist die Pyramide. Boah, hier Also runter. auch wieder den Wegpunkt, ja. Auch wieder den Wegpunkt kurz anklicken, damit das Fenster aufgeht. Und das immer machen, sonst hast du den Wegpunkt nicht genommen. Crafting Recipe. Ich komm hier nicht irgendwie rein. Du hast irgendwie wahrscheinlich im Lager noch nicht mit dem Mann geredet, den ich gesagt habe. Also gehst du einfach wieder hier beim Wegpunkt auf Waldlager, Forest Encampment und redest mit jedem, der ein Ausrufezeichen hat. Okay. Eramir. Okay, Eramir hat mir nichts gesagt, vielleicht kreuzt. Eigentlich der unten links ist. Oberhalb von Aina. Aber wir müssen das nehmen hier. Ich schau mal kurz. Wie hieß der? Nein, Name. Links herum. Ich weiß nicht, wie er hieß. Ich gehe auch mal kurz zurück. Oder Iramir? hast du noch einen Ding nicht getötet? Einen Banditen? Es gibt drei. Ich habe Ja, zwei Eramir. umgebracht. Du hast zwei, dann fehlt dir wahrscheinlich Cradlin noch. Also geh einfach durch das Teleportportal rechts vom Lager. Dieses große Portal. Und dann hast du hier den Wegpunkt. Genau, jetzt nimmst du den Wegpunkt hier. Ja, und dann gehen wir mal. Ich weiß noch nicht in welche Richtung, aber ich hoffe, es ist die richtige Richtung. Kann das sein, dass es die falsche Richtung ist? Nein, es ist die richtige. Okay. Dachte schon. Also jetzt redest du und dann tust du auch wieder Kill auswählen. Ah, geht wieder nicht. Ich muss wieder raus, oder was? Ah, das ist doch doof gemacht. Also ich gehe raus und nimmst du einfach Kill. Nothing like this, Und Kratos. probierst ihn zu killen. Wenn du Hilfe brauchst, ich glaube, ich kann dann wieder reinkommen. So, ich habe ihn tot. Ich stehe immer an der Stelle, drücke ein paar Knöpfe und ich bin durch. Ja. Jetzt gehe ich zum Spawn. Hey, die haben ganz viele neue Lagerplätze. Sehr gut. Ist ja mega geil. Ich habe noch zwei Kill-Skill-Punkte gleich. Der Epics. Und dann gehe ich zurück zu diesen Teils da, The Caverns. Genau. Also du hast jetzt, nein, du musst zuerst ins Camp gehen und danach mit allen reden und dann zu Habe Caverns. ich. Ich bin jetzt drin. Okay, sehr gut. Du bist ja sehr, ziemlich schnell hier.
Schaden ist leider doch noch nicht so gut. Ja, und wo geht's durch? Ja, muss man das schon noch. Gibt's eigentlich Akt 4 und Akt 5 noch? Es gibt Akt 10 noch. Und danach fängt die Weltkarte an. Der Atlas der Welten. Ach, wir wollen jetzt bis Akt 3 ist das Ende. Nein. Wir wollen schnell durchspielen. Akt 3, Akt 4 ist zum Beispiel der erste vier, also das erste Segment. Dann wirst du ja zum Guardian und ich zum Berserker. Dann gibt's Akt 5, Akt 6, Akt 7, Akt 8, Akt 9, Akt 10. Die Spiele sind halt viel umfangreicher als Ego-Shooter. Ego-Shooter sind halt immer so schnell durchgezockt. Das sind weile Spiele. Und solche Spiele, die sind die sind riesig. Einfach mehr Folgen. Wieder hin. Einfach mehr Folgen. Rechts oben siehst du ja mich, wo ich bin. Immer die Richtung laufen. Wo das grüne Pinkchen ist. Es ist wirklich irgendwie ein bisschen kompliziert. Ah, okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, ein bisschen sind wir falsch gelaufen am Anfang. Mir fällt auf, ich habe 4 Spielpunkte. Ja, 2 hast du jetzt bekommen. Was sind das Detten jetzt? Dich ruhig ein bisschen Pause machen und statten. Ja, weißt du, weitestgehen die Skillpunkte ausgeben. Ich glaube, ich gehe einmal hinterher und klicke auf jedes Monster. Okay, schon wieder falsch gelaufen. An der Seite ist ich was. Aha, deshalb ist jetzt gerade so ein bisschen. Ja. Langsam. Okay, einen Skillpunkt zum Ausgeben. Was war rechts herum? Links herum. Calling Strike, okay. Calling ist halt einfach, wenn die Gegner unter 10% Leben haben, sterben sie sofort. Transformation, ich glaube, das ist das, was ich brauche. Transformation, nein. Damit machst du blaue Items zu anderen blauen Items. So, wir haben die Pyramide erreicht. Und ab jetzt kommt ein Bosskampf oder was? Im dritten oder vierten Stock. Ich glaube, vierten Stock weg. Und der Boss könnte dich vielleicht sogar töten. Da einfach die Angriffe ein bisschen ausweichen, vor allem die Laser. So versuchen wenigstens. Mit Heizwinken entgegenwirken. Ah, ich laufe immer falsch. Unglaublich, wie komplex eine Pyramide sein kann. Plötzlich. Hilfe. Ja, ich komme. Brilliant. Ich habe Helfer, die mir mittlerweile helfen. Genau. Das wäre die Nahkampfangriffe einsetzt. Das Purity, also Herald of Purity, die gelbe Aura. Und die funktioniert halt nur, wenn du diesen Angriff einsetzt im Nahkampf. Keine Ahnung, welchen Angriff du einsetzt. Den Feuer. Also nicht Feuer, sondern Eis. Eis. Schlag mit dem Schlag. Hammer. Okay. Eishammer. Gut. Ja, und deshalb werden diese. Ja, was sind das?
Tempel beschworen. Gottesdatze. Heieiei. Überall Dingsters. Yay, mittlerweile 5 Skillpunkte. Ja, du musst sie ansetzen. Nö. Doch. Ich spar sie mir auf. Ich spar sie dir auf, also. Jetzt könntest du schon stärker sein als. Und du sie. Würdest du aufsperren. Dann bin ich auf einmal ganz stark. Mach doch. Aber dann nicht flennen, wenn du stirbst, gell? Schau, ich bin noch nie gestorben. Ja, diesen Überlebensinstinkt, den bekommst du halt dann, wenn du ein bisschen erfahrener bist. Dann weißt du ganz genau, ja, lieber besser schwitzen. Ah, oh, die Störer. Also hier runter. Kannst du einfach hier bleiben und das Ding, die ist der schon aktivieren. Dann kommst du schon. Oh. Gar nicht gesehen, dass hier Gegner kommen. Diese Schlangen schlängeln halt sich schon extrem gut an. Ah, Portal Scrolls 2 ja. Waren. Nimm's. Komm. Ist egal, ich brauche ihn nicht. Ich hab dann noch eine. Ja. Du hast eine und ich hab 40. Da soll ich die Serie geben. Und hier da, wenn diese Xe, die Augen mit der Xe unten sind, dann sind die Gegner unbesiegbar. Also bleiben bei einem HP. Und da musst du die Totems, also hier musst du den Totem zuerst besiegen. Siehst du, die bleiben bei einem HP. Also bring sie trotzdem um. Jetzt. Sobald natürlich. Nimm den mit, der ist sehr wichtig. Zum Umfärben von Sockel. Ja. Ja, wir sind beim Boss. Warte kurz. So. Jetzt gehen wir zuerst mal, wir aktivieren den Boss. Der braucht einige Zeit, bis er da ist. Hier unten ist ein Buch, das musst du anklicken. Das sind so Crafting-Rezepte, die musst du alle finden und immer anklicken, sonst fehlt dir dann später eins und kannst nicht weiter craften. Unten war by the way noch eins. Hast du das auch genommen? Ja. Okay, sehr gut. Dann hast du jetzt bis jetzt nichts verpasst. Und jetzt in jedem, also ja, ziemlich gut, vielen sind jetzt solche Bücher. Also der wurde extrem verstärkt. Ah, der Laser ausweichen am besten. Oh ja. Gut, du wirst nicht getroffen. Du bist ziemlich stark geworden. Ich hab 0 Damage bekommen müssen, ne? Ja, du wirst nicht getroffen, die Minions wurden getroffen. Achtung, Steine kommen runter. Okay, es ist schon ziemlich down. Ich glaube, wenn du A drückst, tun die Minions ihn angreifen, wenn du A über ihn drückst. Sozusagen, greif einen Gegnerbefehl an. So. Wow, was hat der denn alles gedroppt? Ich lasse dir die meisten Sachen. Vielleicht noch die Armor, die Axt. Ja, Melee Damage. Tech Speed, sehr gut. Ich brauche das hier vielleicht. Okay, Sind wir in Akt 3?
Ich hätte die gelassen sollen, zwei grün. Nein, nicht dort durch. Oben hier, wo ich bin. Jedoch. Das ist jetzt Akt 3. Also das gehört noch zu Akt 2, aber ja, wir müssen zuerst die Stadt natürlich erreichen. Also Wegpunkt immer anklicken. Jetzt kommst du hier nicht mehr zurück. Ah ja, genau, der Boss macht aktiviert ihn. Also wenn man den Boss besiegt hat, wird es aktiviert. Genau. Ah, wieder. Einfach mal schauen, dass du nicht eingefroren wirst. Von den Blauen wirst du nämlich auch manchmal eingefroren. Hab nichts gebraucht. Ja, die müssen schon gelb sein, damit sie wirklich etwas bringen. So, der Gebietsboss. Komm, bleib hier. Da ist die Quest. Du musst jetzt mit der reden, die hier aufsteht. Mit den orangen Haaren. Gleich reden. Und nie vergessen, wenn du einen neuen Charakter machst. Immer die reden. Jetzt geht's nämlich nicht weiter. So, jetzt kommst du hier runter zum Kanal. Und ja, jetzt sind wir Akt 3 gleich. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Das Plänkeln eigentlich vorbei. Hier oben ist der Weg. Oh, gelbes Monster. Jetzt bist du hier gerade hochgegangen, jetzt muss er wieder hier runter. Jetzt möchte er erstmal wieder runter. Genau. Wie kann ich meinen Mana verbessern? Ah ja, ich weiß. Aber die Auren deaktivieren, dann hast du eigentlich mehr Mana auch wieder. Ja, aber ich will die Auren dich deaktivieren. Die sind gut. Ja, dann musst du ab den Skilltree halt Mana Notes gehen. Ich gehe immer da rechts schon rein und mache dort einen Wegpunkt und gehe dann schon mal weiter. Mit den Leuten im Lager musst du noch nicht reden. Weil hier muss man nicht reden. Ich bin jetzt in den... Nein, du bist jetzt in den Slums. Ja, eben. Wir gehen später dann ins Lager runter. Weil der Weg ist schon lange. Das ist ein bisschen langweilig. Weil du brauchst dort nichts zu machen. Okay, dann komme ich auch in die Slums. Das ist einfach so eine Abkürzung, die jeder macht. Weil sonst, ja, man wird einfach zu lange aufgehalten. Jetzt schaust du einfach oben rechts, wo ich bin, und gehst in die Richtung. Und treffen wir uns wieder. Genau. Hier müssen wir später rein, da brauchen wir noch den Schlüssel. Also hier wieder ein bisschen das Kämpfen. Sein, dass wir falsch sind. Okay, komisch.
Ja, so langsam mache ich halt ein bisschen zu wenig Schaden. Ich muss jetzt unbedingt. Ja, Impaler habe ich ja jetzt ein bisschen. Ich muss den Impel-Skill-Game irgendwo holen. Keine Ahnung, ob man oder wo man ihn holen kann. Ich glaube, Akt 1 war der. So, wir haben es erreicht, das Krematorium. Zum Leichen verbrennen. Hier gibt es eine neue Challenge, die ist aber leicht. Wie das Labyrinth. Labyrinth-Challenge. Ja, die ist, glaube ich, hier schon, ja. Müssen da nur einmal ringsum gehen, scheinbar. Gegner viel Leben hier. Yeah. Ah, der Gebietsboss. Ja, gleiche wie in der Küste auch die ganze Zeit Feuer. Hier unten links. Genau. Da ist der Gebietsboss auch. Also ja, der Zwischenboss. I cannot carry this. Ah. Das ist wichtig. Die Claw vielleicht auch für den Skill, den du dann später benutzt. Aber der ist sehr langsam, Domination Blow. Sehr langsam und da brauchst du Clown. Ich mach eins meiner Teile. Ja, ich würde zuerst Armor Scrap oder Weapons Scrap irgendwie nutzen. Ich habe Armor Scrap. Ja, damit machst du die Qualität hoch und dann bekommst du bessere Sockel und so über. Natürlich wichtig. Zuerst das zu machen, Armor Scrap und danach Jebeles Orb oder Linked Orbs zu verwunden, zu benutzen. Aber Qualität sollte halt immer schon auf Level, also 20% sein. Wie viel mal die angegriffen werden? Oh Gott, das ist ein dicker. Sehen immer so groß aus. Geh, glaube ich, gleich was auf. Ich bin sehr müde. Okay. Ja, dann nehme ich noch ein bisschen Last Epoch auf. Ja. Und tue noch mit Luke ein bisschen reden über den Server. Also machen wir noch die Challenges und ja, vielleicht noch Petey besiegen. Geht hier auch in diesem Gebiet das erste Mal. Was war das? Oh, du bist zu lange in der Hitze gewesen. Ich hätte es dir sagen sollen. Diese Platten sind heiß. Also nur gehen, wenn es nicht rot ist. Jetzt wird es rot hier. Ja, jetzt nicht weitergehen. Rot heißt Lava, böse. Verbrennst. Verbrennst dich. Mhm. Einfach kurz warten, bis wieder rausgeht. Jetzt kannst du weiterlaufen. Jetzt müssen wir einen Knopf drücken, einen Schalter. Jetzt hier nach oben, links, oben. Achtung, schneller! Wird heiß! Ja. Da bekommst du sehr viel Schaden über. Ah! Achtung! Über. Ja, ja. Nicht rein. So. Jetzt hier hoch. Schnell! Schnell, komm hoch! Es wird wieder heiß! Es wird wieder heiß! Komm auf. Gut. Ich habe was sehr Gutes für uns. Ja. Das ist sehr gut. Das Event habe ich gestartet. Ja, viel Spaß hat hier. Hat hier sehr viel gebraucht hier im Ding.
So, jetzt gehst du durch das Portal dort und dann kommst du wieder am Anfang hin hier. Sehr Ja. gut. Also ich muss dir halt ein bisschen erklären, wie die Fallen funktionieren, aber wenn irgendwas rot wird, der Boden, dann heißt das nie gut. Bin voll abgelenkt gewesen gerade wegen dem Boden. Okay, irgendwo hier muss dann Petey sein. Also hier nicht. Wahrscheinlich hier links. Ja, hier oben ist sie. Aber hier kommen wir jetzt gerade nicht durch. Okay. Muss unbedingt schauen, dass ich ein bisschen stärker werde. Ich hoffe, du hast morgen auch wieder ein bisschen Zeit, weil ich muss natürlich unbedingt weiterkommen. Ja, weißt du, wegen dem Let's Play muss ich schon ein bisschen weiterkommen. Ich sage einfach davor, wenn ich dann mal Lust habe, weiterzuspielen, und wenn du Lust hast, kannst du ja weiterkommen. Das sonst, ja, weiß das auch nicht. Nutze ich auf einen anderen Charakter oder einen ähnlich leveligen Charakter, um mit dir weiterzuspielen. Achtung, Blitzschaden macht sie sehr viel. Das war dumm. Oh Gott, warum habe ich angegriffen? Geh einfach raus aus diesen Blitzen. Blitze sind nicht so gesund für die Lebensenergie. Ich habe mir in so ein Elementar-Schrank eingegriffen. Komm hier rüber. Ja, sehr gut. Lohnt sich natürlich schon sehr. Die braucht nur halb tot sein. Aber sie hat halt viel Leben. Okay, ich gehe ein bisschen raus aus den Blitzen. Die machen ein bisschen zu viel Schaden. Der rollende Ball auch ein bisschen ausweichen. Das ist Ball Lightning, heißt der Skill. Ist ein bisschen stärker bei ihr. So. Jetzt muss ich noch mit einem reden und hier das Buch auch mitnehmen. Und das Bracelet auch mitnehmen. Vom Tisch. Soll ich Gebiet, Event? Okay. Mach kurz das Event. Mach doch kurz ein paar Skill Points und dann gehe ich. Schlafen oder gucken ja, Video. Dankeschön fürs dabei sein. Mitspielen. Gerne. Ja. Gut, dann ja. Tun wir die Quest beenden. Und ja, machen auch mal eine Pause. Ja. Gut, was brauche ich denn? Ich brauche einen Infernal Cry auch nicht. Pride brauche ich. Vulnerability. Also ich mal Pride. General Gravisius. Und dann noch Vulnerability. Und das ist mein Inventar völlig voll. Mana und Life. Oh. So. Ah, Dread Banner brauche ich noch. Und ja, Vulnerability. Über Intelligenz. Intelligenz, nein. Okay, kann ich gar noch nicht holen. Ich brauche Intelligenz. Kann ich noch nicht einsetzen. So, Dread Banner. Dread Banner habe ich jetzt. Jetzt habe ich Impel. Warbanner rausnehmen. Gut. So. Also. Dann noch guten Abend. Guten Abend. Tschüss. Schlaf. Und tschüss. It would be wrong to need some help.
So, verkaufen den Schrott. Das nicht. Keine Bewegungsgeschwindigkeit, aber Energy Shield, ja, brauchen wir auch nicht mehr so dringend. Attack Speed hier. Ja, benutzen wir. Als, ja, Armor Diversion. Genau. 1648 ist besser. Attack Speed ist aber schlechter. Keine Ahnung. See you. Darf die Axt noch nicht einsetzen, also ich gar nicht trinke. Also da auf jeden Fall umfärben. Trade Banner, Halt of Ash, ja, brauche ich nicht. So, oh, guck mal, Keku. Ah, Terminus Est ist, ja, ziemlich ein gutes Schwert für manche Beats. Wegen Frenzy Charge, Critical Strike, ja. Also, wir brauchen zwei grüne. Und ein roter, zwei grüne und ein roter. Und dann machen wir natürlich schon ziemlich viel mehr Schaden. Und hier geht auch rot. Eher weniger. Nein, wir müssen alle aufbrauchen. So ein Mist. Also Anköstel Protektor mache ich mal hier rein. Rootless brauchen wir nicht. Deep Slam tauschen wir aus mit Reckoning, brauchen wir auch nicht mehr. So, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.